Machen wir eine Nachbesprechung. Genau, Kritikrunde. Wie hat es euch gefallen? Zum einen das Abenteuer. Wie haben euch eure eigenen Helden gefallen? Jeder kann natürlich zu seinen eigenen Fähigkeiten was sagen. Und wie gefällt euch das Würfelsystem? Wie gefällt euch das System ganz generell, unabhängig von den Würfeln? Wir fangen einfach mal bei Klaas an, weil Klaas schon Kritik kennt. Der Klaas ein netter Kerl ist. Ich fange mal mit dem System an. Das System gefällt mir, also regelmechanisch, das System gefällt mir sehr. Ich denke, das mit den Hexenwürfeln und den Januswürfeln ist, nachdem man das dreimal gemacht hat, sehr gut zu durchblicken. Es macht mir vor allem sehr viel Spaß, dass Erleichterung und Erschwernis eben auch über die Januswürfel gehen und nicht einfach nur statisch mehr Hexenwürfel oder mehr Ergebnis auf dem Hexenwürfel bringen. Das gibt da, glaube ich, noch so eine Zufallskomponente mit rein. Der Charakter, den ich gespielt habe, gefiel mir sehr gut. Auch wenn wir halt ein bisschen verpeilt waren, welche Kräfte nun irgendwie Kuh und Esprit kosten und welche nicht. Kuh, nee, den meine ich. Und das nochmal klären müssten, das hätte ich eigentlich irgendwie still und leise im Hintergrund gemacht, aber naja, ich habe die Regeln nicht, ich konnte leider nicht, anders als bei dir nachzufragen. Wir haben uns stellenweise, glaube ich, nicht optimal angestellt, was die Taktik anging. Wir hätten auf dem Friedhof, hätten wir Jan an dem Zaun stehen lassen sollen, hätten sagen sollen, gib uns mal Deckung. Das fiel mir aber auch erst auf, als wieder alle auf dem Platz standen und umringt waren. Gut, ich bin gespannt, wie sich das, oder wäre gespannt, nochmal in Ruhe zu schauen, wie sich das Kampfsystem ausnimmt, auch wenn man das ein bisschen länger betreibt und ob man dann noch mehr Jägerkräfte kriegt und wie das dann alles zusammenpasst. Aber generell ist es alles ganz cool. Gut, zu den Spielern habe ich generell nicht viel dran auszusetzen. Generell auch bei mir ein bisschen Verwirrung drin, weil halt neue Systeme, man muss allen halt mal nachfragen und macht es dann doch wieder falsch. Aber gut, das ist immer so, da kann man sich, glaube ich, nicht wirklich drüber beklagen. Fausti hat schön geleitet. Oder zumindest so wie immer geleitet, was auch immer das bedeuten soll. Habe ich auch keine Beschwerden. Das Abenteuer war okay. Mir hat so ein bisschen die Hintergrundkomponente zu dem Ding ist gefehlt. Ja, es ist dann irgendwie in diesem Buch, ja, da läuft ein Nekromant rum, den haben die da begraben und da geht bei dem genre-kennenden Spieler natürlich das Lämpchen auf. Ja, vermutlich ist der Nekromant von den Toten zurückgekehrt und man guckt sich erstmal an. Aber wer nun dieser Geralt war und wer der Mumienlord war, in-game kam das nicht so wirklich rüber, auch wenn man sich natürlich seine Gedanken spinnen konnte. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ein bisschen Potenzial verschenkt, aber wenn du es so geleitet hast, wie es im Buch steht, ist das ja nicht dein Problem, sondern das, wie es da drin steht. Also hier fehlen zwei, drei wörtliche Rede, die ich halt nicht benutzt habe. Hier steht halt noch drin, Geralt von Freiberg ist auf der Spur nach seinem vermissten Großvater. Ich glaube, das ist klar geworden. Und was er noch in einem letzten Dialog hätte euch jetzt erzählen können, Großvater brennt darauf, seine Rache zu nehmen und das nun schon seit mehr als 40 Jahren. Die dummen Bauern haben ihn damals angegriffen und getötet und naja, jetzt kann er halt seine Rache wiederholen, indem ich ihn jetzt halt erwecke und das ist das Abenteuer. Aber ja, ich bin halt auch kein Fan davon, du kommst irgendwie in die Gruft und der Nekromant hält dir erstmal Monologe und dann... Genau, genau. Also das ist das Abenteuer. Du erfährst, es ist sein Großvater, er hat ihn wieder geholt und jetzt wollen sie die Dorfbewohner töten. Das ist das Abenteuer. Es wäre vielleicht ganz cool gewesen, wenn man halt, bevor die Sache mit der Kirche losgeht, irgendwie die Chance gehabt hätte, sich mit dem, wie sich als Gelehrter ausgibt, zu unterhalten. Aber ja, hinterher ist man... Hatte ich auch überlegt, ob ich das mache, in dem Abenteuer. Das fängt an mit der Taverne und dann wird sofort angegriffen. Ja, weil hätte er gesagt, oh, ich suche meinen Großvater, hätte die Hälfte das wahrscheinlich gesagt, ja klar, helfen wir dir. In einer Kampagne wäre das sicherlich sehr, sehr sinnvoll gewesen. Das ist eine schöne weitere Kritik hier. Gut, und damit bin ich, glaube ich, fertig. Okay, wer will denn das Nächstes? Dann mache ich mal. Ja, also zum System, also das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Das Würfeln, das ist am Anfang immer ein bisschen holprig, das ist klar, denke ich, beim neuen System. Aber insgesamt fand ich es eigentlich sehr eingängig. Und das hat mir ganz gut gefallen. Also es ging gerade beim letzten Kampf, glaube ich, relativ flockig von der Hand. Hatte irgendwie keiner groß Schwierigkeiten gehabt. Wie das dann, das ist jetzt nur der Schnellstarter, wie das dann ist, wenn jetzt noch zusätzliche Systeme dazukommen. Da muss man mal abwarten, denke ich.
den Charakter fand ich ziemlich gut. Anfangs habe ich noch so gedacht, so, naja, also beim ersten Kampf gerade, da, wo Klaas dann irgendwie, ich glaube, zwei Gegnergruppen alleine weggeschnetzelt hat und ich stand dann mit meiner einen da und habe mir überlegt, so, irgendwie, ja. Aber das zum Beispiel, das hatte ich im ersten Kampf noch gar nicht eingesetzt, dieses mit den Lebensenergiepuffern, da wäre ich gar nicht so viel tief gefallen zum Beispiel. Und ja, wie gesagt, sehr tanky, das hat schon Spaß gemacht. Ich fand es insgesamt sehr schön, dass die, die Gruppenkonstellation so aufgebaut war, dass es halt wirklich verschiedene Aufgabenbereiche gab. Also wirklich Leute, die die Schaden ausgeteilt haben, theoretisch dann noch die Heilmöglichkeiten da sind und einen Tank. Wie viele Lebenspunkte hattest du jetzt am Ende noch? Ich hatte am Ende noch 5. 5 von 15 oder 13? 21 hatte ich. 21. Oh, ich habe nur 13 insgesamt. Ja, schon krass. Ja, und wie gesagt, das mit dem Puffer-LP, das ist schon spannend. Also. Das war cool. Also das, wie gesagt, das hat mir sehr gut gefallen. Also. Ja, zu den Spielern, wie du es schon sagtest, ich fand das eigentlich insgesamt auch sehr, sehr schön. Viel Spaß gemacht, also gerade in der Taverne, das Rollenspiel fand ich schön. Dass es viel Nachgehake gab, wie gesagt, das war halt, ist halt, denke ich mal, in der Natur der Sache. Das Abenteuer geleitet, das fand ich auch gut, wie du das gemacht hast, Frosty. Fand ich schön, wie du das erklärt hast, kam gut Stimmung auf. Zum Abenteuer selbst, auch das, was Klaas schon sagte, es ist ja halt sehr auf Schnellstarter ausgelegt und das merkt man. Finde ich. Ja. Gebe ich dir auch mal recht, ja. Also ist dem Schnellstarter ist das nicht anzugreifen. Genau. Zum Würfeln mal austesten, wie das System funktioniert, einfach wunderbar, finde ich. Ja, war jetzt stumpf, aber stumpf ist Trumpf. Aber für so ein Demo-Abenteuer kann man dir das auch nicht anlasten, von daher. Vor allem ist es auch gut, auf einer Convention zu spielen. Das finde ich eben auch gut, wenn du neue Leute ranbringen willst. Ja. Okay. Nee, auf jeden Fall. Jan Larousse. Ja. Also zum Abenteuer zumindest hält es mal die Zeit, die versprochen wurde. Wenn ich so auf die Uhr gucke, wir sind ja doch gut in 2,5 Stunden jetzt durch. 2¼ hätten wir geschafft, hätten wir dann nicht zwischendurch nochmal Regelfragen gehabt. Das ist in anderen Systemen oft nicht so, dass was versprochen wird zeitlich. Ansonsten, Schwachpunkte waren ja auch schon besprochen. Zum Charakter, ja, der kann halt das, was draufsteht. Fernkampf. Und da durchaus effektiv, solange es noch nicht gebunden ist und dann wird es nämlich teuer von den Fertigkeiten. Um dauerhaft dann im Nahkampf irgendwas zu reißen, ist der Charakter halt echt nicht geeignet. Und ich hätte mir schon deutlich früher Unterstützung gewünscht, dass ich wieder rauskomme aus dem Nahkampf. Also ich glaube, schwach warst du gar nicht, aber deine Jägerfähigkeiten sind einfach alle auf den Fernkampf ausgelegt, das war das Ding. Aber mit dem Säbel hast du auch gute Schaden ausgeteilt, so ist nicht. Ja, schon, aber... Du wolltest halt, ne? Ich hab's gesehen, du wolltest unbedingt schießen und ich hab dich nicht gelassen. Ich muss mit dem Charakter quasi schießen, um die volle Effektivität rauszuholen. Ja, stimmt schon. Weil Schwert ist zwar schön, dass er eins hat, aber... Ja, da hat man auf dem Dorfplatz hat man das gemerkt, als du mir dann sofort, ich glaube, 6 Untote genommen hast. Ich dachte mir, ich brauche mehr, was ist denn hier los? Das ja, krass. Aber sobald sie halt in den Nahkampf gehen und bei anderen gebunden sind, kann ja auch nur noch einzeln und muss eine Idee dafür ausgeben. Aber das war richtig krass am Anfang. Da habe ich auch erstmal schlucken müssen. Ja. Ja, also wie gesagt, bringt halt nur so lange was, solange sie noch nicht im Nahkampf sind. Und dann wird es teuer für mich. Als Spielcharakter da überhaupt noch was zu reißen. Ja. Kostet mich halt jedes Mal eine Idee, in den Nahkampf hinein oder aus dem Nahkampf hinaus zu schießen. Darf dann selber nicht gleichzeitig gebunden sein, um am anderen Ende jemanden abzuknallen. Darf dieses Verkürzen nicht in Kombination mit dem ganzen mit dem Schnellfeuer, mit dem Massenabräumen benutzen. Klar, wenn ich dann schießen kann, bin ich auch effektiv und mache viel Schaden. Aber es sind sehr viele Einschränkungen drin, die das Ganze dann wieder relativieren. Ist also nicht so, dass man dann wirklich nur austeilt und die anderen nichts mehr davon abbekommen.
Also mit ein bisschen mehr Taktik, dass dann der Tank vorne spottet und du hinten schießen kannst, wird dir der Charakter gefallen? Der hat mir auch so gefallen, es war halt nur zwischendurch sehr unsinnig, dass mir da niemand im Nahkampf gestanden hat. Okay. Und nicht zwischendurch mal den einen zumindest, der angeschlagen war, rausgeholt hat, dass ich einen weniger hab. Okay. Genau. Zu den Mitspielern war alles super. Taktik wäre halt in einer Gruppe, die sich besser kennt und die System und die Eigenschaften der Leute besser kennt, auch vermutlich einfacher herauszufinden. Klaus Auenthal. Also zum System muss ich sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Man hat es auch relativ schnell geblickt, wenn man ein paar Mal gewürfelt hat. Das fand ich sehr positiv. Der Charakter hat sehr viel Spaß gemacht zu spielen. Ich fand allerdings, ich hatte das Gefühl, dass der Alchemist ein wenig overpowered ist, weil er eben die Schleuder hatte, die Brandgeschosse verschießen konnte, die Pistole und noch das Schwert, hätte ich eventuell die Pistole weggelassen. Der Kampf ist sehr taktisch orientiert, das hat mir Spaß gemacht, das kannte ich vorher noch nicht so. Da das Abenteuer, wie gesagt, als Startabenteuer ausgelegt ist, ist sehr flach und einfach gewesen, aber das ist, denke ich, angebracht gewesen im Rahmen dessen, für was es gedacht ist. Ich habe jetzt das erste Mal mit dir gespielt, Frosty, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich kannte dich ja auch nur aus deinem YouTube-Channel. Fand ich sehr cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht und generell auch mit den anderen zusammen zu spielen, weil ich auch noch nicht so lange beim Rollenspiel dabei bin, auch mal mit erfahrenen Leuten zu spielen und ja, ich fand es insgesamt sehr schön. Also dein Alchemist, wenn du viel Freizeit hast, ich habe dann auch das richtig gut gefunden, dass du in der Kirche angefangen hast, die Elixiere zu brauen. Ich hatte noch kurz gewartet, vielleicht hättest du in der Taverne noch anfangen können, aber gut, wer denkt da schon dran, gerade neu angefangen mit dem System, gerade neu reinkommen, da will man nicht sofort das mit dem Elixier machen. Ich glaube, wenn man in einer Kampagne ist und erfahren ist, glaube ich, hätte ich sofort ausgepackt den Tisch. Aber da unten in der Kirche fand ich das gut. Es ist nur schade, dass du eben mit so viel Würfeln dann wenig Heiltränke gebraut hast. Das war einfach Würfelpech. Aber ich glaube, der Charakter macht richtig Spaß. Er ist, glaube ich, sehr, sehr lustig zu spielen, wenn du auch Coop-Elixiere verteilen kannst an alle und alle haben, wenn sie das Zeug trinken, unglaublich viele Möglichkeiten, ihre Jägerkräfte zu benutzen. Das ist richtig krass. Ja, der Charakter ist wirklich extrem, extrem cool. Also das ist ein richtig schöner Unterstützer. Okay, noch irgendwas zum Abenteuer, zum System, oder war's das? Ja, das war's von mir. Dann kommt jetzt der Typ mit dem coolsten Namen. Marius Hexenflug. Ja. Ja, also, wo fange ich an? Also erstmal dann zur Technik und zum Leiten. Also, das hat mir gut gefallen. Ich habe ja schon öfters hier im Forum gesehen, wenn du Abenteuer anbietest oder mal After-Action-Reports schreibst, dass du das Map-Tools halt wirklich gut anwendest. Ich habe das von dir übernommen, wenn ich mit Map-Tools leite, weil das erzeugt Atmosphäre, die Karten sind schön und das erzeugt bei mir immer gute Stimmung. Ich fand auch gut, dass ich diese Würfel da nochmal hatte, dass ich sehen konnte, wann ist was ein Erfolg. Zum System, das läuft flüssig von der Hand, haben die Leute schon gesagt, wenn man zweimal würfelt, dann kann man es eigentlich schon, dass ist recht flüssig gegangen und man konnte auch Kämpfe mit mehreren Gegnern abhandeln ohne Probleme. Taktiker bin ich jetzt nicht so. Also ich bin eher so dieser stehe auf starkes Characterplay und gute Stories. Deswegen von meinem Charakter her fand ich das cool. Also den fand ich ziemlich cool eigentlich. Und ich habe den gern gespielt. Ich habe mir den auch so ausgesucht. Man konnte halt in dem Abenteuer einfach nicht so glänzen charaktermäßig, weil es halt ein One-Shot ist und auf Regelsystem kennenlernen, hauptsächlich Kampf, aber das war vorher eh klar, also das ist für mich kein Problem, also ich habe das gern mitgespielt, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Ist klar, in so einem kurzen Abenteuer One-Shot, ja, da geht's straight forward und aber trotzdem hat's Atmosphäre erzeugt und ich kann mir gut vorstellen, dass das Setting, das gefällt mir nicht ziemlich gut, dieses dunkle, Mittelalter angehauchte Spätmittelalter, fast Renaissance, diese Hexenzeit und so eine Endzeitstimmung, das gefällt mir ziemlich gut. Diese düstere Atmosphäre ist mal aus anderes Spiel auch gerne Cthulhu, aber das fand ich halt ganz cool. Das erzeugt Stimmung und gerade vor dem Hintergrund könnte ich einen Herrn Hexenfluch und
könnte ich mir den ganz gut vorstellen. Ich bin auch normal eher so der Low-Power-Spieler, also so, ich spiele auch gern Cyberpunk mit Low-Life-Setting oder halt niedrigstufige Helden. Aber dieses, oder auch, also dieses mit den Hexenkräften, also mit diesen Jägerfähigkeiten und dass wir da schon alle auch ziemlich gut was drauf hatten, was cineastisch gewirkt hat, das hat mir echt gut gefallen. Also normal würde ich auch nie so eine Superhelden-Truppe gern spielen, gibt ja auch so Settings mit Superhelden und das, trotzdem fand ich das cool. Also es hat irgendwie was hergemacht, dass wir wirklich gegen das Böse kämpfen und da diese Hexen jagen und vernichten, das fand ich eigentlich ziemlich cool, das hat mir echt Spaß gemacht. Ja, und zu den Mitspielern, das durchweg hat mir gut gefallen, gutes Roleplay, stimmig. Tut mir leid am Anfang, dass die Kinder nochmal hier Terror gemacht haben. Aber das hat mich am Anfang so ein bisschen rausgebracht. Also da wurde ich ein bisschen unsicher, weil ich nicht wusste, was passiert war und hab schon so ein bisschen rumgefragt und hatte Angst, da irgendwie falsch zu handeln. Deswegen war ich auch einen Spieltag über so ein bisschen passiver halt. Aber trotzdem würde ich gerne wieder mal machen. Also die Sexen gefällt mir gut, bin ich dabei. Ja, das war's soweit von mir. Mhm. Ja, zum Würfelsystem muss ich sagen, gefällt mir gut. Ich glaube, wenn man dann am Tisch sitzt, gemeinsam, man hat so eine große Würfelschale vor sich, hat dann eine große Handvoll voll diesen Raben- und Hexenwürfeln. Man hat dann die Januswürfel, die dann alle in diese Pool gelegt werden und alle fiebern dann mit dieser Schale und schauen dann eben, ob das ob funktioniert. Die Trankwürfel, wenn man das so ein bisschen durchblickt hat, dass dann die 3 hinten bei der 6 noch steht, ja, also es gibt dann wohl auch noch andere Würfel, wie mir dann vorhin Sainwith gesagt hatte. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, was dann der Blutungswürfel und so alles macht. Aber ich glaube, da am Tisch macht das nochmal richtig viel Spaß. Es war am Anfang unintuitiv, aber man hat es sehr, sehr schnell gelernt, fand ich, wenn man dann Blick auf diese Einzelergebnisse hat. 5 und 6 ist ein Erfolg und die 1 zählt dann und bei einigen Sachen ist dann, bei einigen Jägerfähigkeiten ist dann die 1 eben noch ein voller Erfolg. Das ging relativ schnell dafür, dass es komplex wirkt. Also da hatte ich echt viel, viel mehr Probleme mir erwartet. Also sehr, sehr einfache. Ja, das Abenteuer an sich, es ist sehr plump, habe ich ja vorhin schon gesagt, aber es erfüllt seinen Zweck. Es gibt einen Kampf zum Einstimmen, damit jeder seine Fähigkeiten lernt. Da wart ihr ja auch nicht wirklich in Bedrängung, in Gefahr, wenn ihr da irgendwie mal 4 Lebenspunkte verloren habt, so what? Gerade wenn ihr irgendwie mit über 20 rumlauft, dass dann der Musketenschütze so reinknallt, das ist heftig. Ja, da so ein bisschen zum Kennenlernen und dann hat man ein bisschen Ruhe in der Kirche, kann da in der Kirche so ein bisschen seine Sozialfähigkeiten auswürfeln. Hätte man natürlich noch mehr machen können, wenn man das wollte. Ich weiß nicht, wo dann die anderen Fähigkeiten nochmal zum Tragen kommen, aber wie gesagt, in einer Kampagne wird das sicherlich Spaß machen. Ich war mir ein bisschen unsicher bei den Jägerfähigkeiten, ob das jetzt Coups und Ideen kostet oder nicht, oder ob das dann doch umsonst ist. Da bin ich mir, wie gesagt, noch unsicher. Das müsste ich nochmal nachlesen. Jetzt in diesem System, hier steht sogar noch drin, dass ihr nach dem Kampf alle eure Coups wiederbekommt, also die aus dem ersten Kampf. Habt ihr aber gar nicht gebraucht, also hätte ich euch die wiedergegeben, ihr hättet einfach viel zu viele gehabt. Jetzt nach dem Abenteuer kriegt ihr aber natürlich alle wieder und da würdet ihr jetzt auch eine Stufe aufsteigen. Ihr bekommt da keine Erfahrungspunkte, sondern ihr bekommt dann einen direkten Stufenaufstieg und könnt dann irgendwas Neues kaufen. Was genau steht hier nicht drin, da bräuchte man dann das richtige Regelwerk für, damit man da dann auch steigern kann, die Charaktere. Aber ganz generell finde ich, ist das ein schöner neuer Ansatz, hat nichts mit DSA zu tun, ist auch nichts mit Shadowrun irgendwie. Es ist irgendwie sehr eigen, es macht aber Spaß, einfach zu lernen, auch was Schönes für die Convention. Also gefällt mir gut das System, das Abenteuer, wie gesagt, auch im Rahmen der Zeit, 2 Stunden, 3 Stunden, so in dem Rahmen, das ist echt gut lösbar. Spieler, ich bin auch sehr begeistert von euch, ihr habt auch sehr, sehr schnell gelernt. Ich freue mich auch, dass Sainwith mir geholfen hat beim Regelnachschlagen, wenn irgendwas unklar war. Auch alle anderen konnten mit ihren Charakteren umgehen, haben sich das durchgelesen und da tauchten keine Probleme auf. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht mit Kampagnen, mit Abenteuern. Der Hintergrund von Hexen ist unglaublich geil. Also wenn man sich das anguckt, dass 1640 ein Höllentor aufgestoßen wurde, was genau da passiert ist, könnte man eben nochmal im Regelwerk vertiefen.
Vampire erschienen, Sturmgeister, Dämonen, Hexen, Phantome, Teufelskulte, alles ist irgendwie aufgeploppt, dann wurde Rom vernichtet, der Papst wurde gestürzt. Es gibt dann noch einen, der 30 Jahre später oder sowas, gucke danach, 20 Jahre später, hat dann irgendjemand den Dämonenfürsten getötet, der dann oben in Rom saß, wurde zum neuen Papst ausgerufen. Seehexen, die dann Amsterdam zerstören, wo dann eben auch Klaas als Charakter sehr cool war, dass das eben nochmal thematisiert wurde. Er hat es in seiner Heimat verloren, finde ich guten, guten Archetyp. Vor allem jetzt mit der Europakarte im Hintergrund. Wenn man dann eben sieht, wie verwahrlost Europa ist, wie krass das alles überflutet worden ist. Wenn dann irgendwelche Schlachten mit der Höllenmark gekämpft werden und jedes einzelne Dorf hat seine ganz eigenen Probleme. Jeder muss sich selbst irgendwie helfen. Die Inquisition ist da, der 100-jährige Krieg ist nie zu Ende gegangen. 30-jährige Krieg, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. 30 und 80-jährige. Ja, also... dann, was ich auch unglaublich spannend finde, Seelenlichter, wenn dann Geister eingesperrt werden, die man als Energie benutzen kann, so eine Art Strom oder auch Waffe, Stromwaffen oder Seelenwaffe, wo dann richtige Fabriken entstehen, wo man dann eben so eine Fabriken bewachen kann oder aufklärt, wo man die versucht wieder an sich zu reißen, Wächterbünde, Faustgesellschaft, irgendwelche Handelsorganisationen, es ist so viel da drin und das macht so Bock, also ich glaube, ich habe da echt Bock, mich mal reinzulesen und das System, das Genre verspricht auf alle Fälle sehr viel mehr. Ich bin mal sehr auf die Charaktererstellung gespannt. Da kann ich wie gesagt nichts zu sagen, aber würde mich auch interessieren, ja. Also mir hat das echt gut gefallen. Auch heute mit euch, mit Spielern, ich bin hochbegeistert von euch allen. Ihr wart alle irgendwie mit dabei, habt alle mitgewirkt. Jeder wusste, was er zu tun hat. Der Kampf hat Spaß gemacht. Also echt, ich bin echt begeistert von diesem Abend. Ja. Das Schöne ist ja, später ist es sogar noch so, da kann man die Klassen miteinander kreuzen, also mehrklassig dann arbeiten. Ach, das läuft nach Klassen? Okay. Na, was heißt Klassen? Also man kann halt die Fähigkeiten mischen. Also ich würde es jetzt nicht Klassen nennen, sondern die Rollen. Nennen wir es mal Professionen. Ja, Rollen ist gut. Rollen ist auch gut, ja. Also, ich bin gespannt, wie das wird. Ich werde mir wahrscheinlich, wenn es dann fertig ist, das Regelwerk mal ansehen. Ich auf jeden Fall auch. Weiß einer von euch zufällig, ob das dann kostenlos zur Verfügung steht, ab dem Gratis-Rollenspieltag? Der Schnellstarter ist umsonst. Geh einfach zum GRT hin, da gibt's die. Die kannst du dir mitnehmen. Die liegen dann in den Kisten bei. Ich weiß nicht, ob der Schnellstarter dann umsonst als PDF zur Verfügung steht. Ich glaube ja, ich vermute das. Dafür sind Schnellstarter ja da. Wenn er nicht umsonst wäre, hätte er seinen Zweck. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir den auch kaufen, für je nachdem, was er kosten würde, im Rahmen des Schnellstarter. Preisrahmens, aber ist wirklich begeistert von dem System. Ja, also ich weiß nicht, ob man den Schnellstarter kaufen muss. Es lohnt sich wirklich nicht, glaube ich zumindest nicht. Das Abenteuer hast du jetzt gesehen, die Regeln hast du jetzt auch verinnerlicht. Also ne, 5 und 6 ist ein Erfolg und 1 ein halber Erfolg. Und die Charaktere kann man sich eben nochmal angucken, aber sich selber welche erstellen macht, glaube ich, mehr Spaß. Da macht es, glaube ich, mehr Sinn, dann auf das richtige Regelwerk zu gucken. Aber wie gesagt, wenn der Schnellstarter umsonst ist, runterladen, gerne nochmal das Abenteuer durchlesen, aber wirklich mehr steckte dann nicht dahinter. Böser Nekromant, der seinen Opa wiederbelebt hat und ja. Ich sehe ja auch gerade, dass die dann so Fate-ähnliche Würfel haben, die gar nicht mit Zahlen beschrieben sind. Das ist praktisch nur eine Umrechnungstabelle gewesen. Genau. Ja, haben wir doch hier auf dem Map-Tool. Genau, da kannst du dir beim Map-Tool kannst du dir die Würfel mal angucken. Auf der linken Seite, diese hier. Das, so sehen die Würfel aus. Ja, das war nämlich der einzige Kritikpunkt, den ich hatte. Das hätte es mir erheblich einfacher gemacht. Ja, okay, also hier sind wie gesagt nochmal die Umrechnung. 5 und 6 ist ein Rabe und Rabe ist ein Erfolg und Stern ist ein Esprit, also ein halber Erfolg. Januswürfel sind dann eben Hälfte-Hälfte, also 1 bis 3 ja und 4 bis 6 nein. Naja. Jetzt hätte mir halt den Einstieg, da hätte ich nicht 2-3 Mal noch auf die Tabelle gucken müssen, aber spätestens nach dem vierten Mal hatte man es ja dann auch drin. Genau das ist es eben. Also ich musste auch am Anfang nachgucken, aber wie gesagt, wenn du deinen vierten Wurf hast, dann ist es drin sofort.